Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kümmern wir uns mal um ein ganz wichtiges Thema, und zwar um dieses hier, Labbertoastbrot. Und wenn ihr wissen wollt, was man damit alles machen kann, ja, dann bleibt doch mal dran. So, wir haben von unseren Kindern ein paar schöne Sachen geschenkt gekriegt, die wollen wir euch heute mal zeigen. Und zwar ist es ja immer so, wenn wir im Urlaub sind, essen wir relativ viel Toastbrot. Natürlich auch Schwarzbrot, das ist ja gesünder, das weiß man ja, ne? Aber Toastbrot ist ja auch lecker. Nur haben wir keine Möglichkeit, das irgendwie zu toasten oder großartig zu verarbeiten. Deswegen müssen wir das immer so labberig essen. Stimme, ist das nämlich auch mal labberig. Und zwar fangen wir mal mit so einer schönen Toastbrotbox an hier. Das nur nebenbei. Da kann man natürlich schön das Toastbrot reinpacken, haben wir auch geschenkt gekriegt. Es geht hier um diesen Camp Stove Toaster. So soll das irgendwann mal aussehen hier, das Toastbrot. Ne? Aussehen, mache Themen. Das ist hier einfach so eine schöne Platte. Ich mache mir jetzt mal den Teller ein bisschen weg hier. Das ist ganz schön viel Krümel auf dem Tisch. Die muss man jetzt immer irgendwie zurechtbiegen. Ich habe da schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ja, schwer war das jetzt nicht. So sieht das Ganze aus dann. Größe, Tellergröße, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich wichtig ist. Circa 20, ne? 20 cm Durchmesser, steht da was drauf. 22 cm ist das gute Stück hier. Und da werden dann die Toastbrotscheiben so, ich kann das nochmal mit zwei Scheiben machen, dann so dagegen gelehnt. Stimme, meine bessere Hälfte, muss das dann immer drehen. Das ist natürlich Quatsch. So, dann heizen wir erstmal hier unseren Ofen an. So wird das Ganze dann natürlich hier irgendwie drauf gestellt. Irgendwie so. Sieht schon ein bisschen creepy aus, das Ganze. Wie sieht das aus? Creepy. Also erstmal anfeuern hier. So, Flamme brennt. Hab ein bisschen Angst, weil ich drehe die mal ein bisschen weiter runter, vorsichtshalber. So, und dann geht das einfach hier oben drauf. Man glaubt es kaum. Ob das funktioniert, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber heizen wir mal ein bisschen hoch hier. So, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze hier nicht so verbrennt. Die Platte verfärbt sich natürlich, das ist ja ganz klar, durch die Hitze jetzt. Das ist nicht so schlimm, das soll eigentlich auch so sein. So, man sieht, unten wird schon ein bisschen braun. Scheint zu funktionieren. Man muss sie wahrscheinlich immer mal so ein bisschen wenden und drehen und dann könnte das klappen. Also das Ergebnis ist doch wirklich nicht schlecht, oder? Das muss man mal wirklich sagen. Hat jetzt wie lange gedauert ungefähr? Schlecht zu sagen, 3 Minuten? Na, 3 bis 5 Minuten. Vielleicht 3 bis 5 Minuten. Also wenn man 4 Scheiben Toastbrot macht, im Urlaub hat man sowieso ein bisschen mehr Zeit. Oder wenn man wegfährt am Wochenende, dann kommt das auf 1 Minute ja nicht drauf an. Toaster ist natürlich schneller, aber ich muss sagen, gar nicht so verkehrt. Bin ich echt begeistert von dem Ergebnis. Manchmal kann man es natürlich ein bisschen drehen, so. Aber ich glaube, wir haben ja nur 2 Scheiben genommen. Wenn man jetzt 4 nehmen würde, dann wäre das Ganze noch mehr so ein, wie so ein Kaminofen. Da geht es wahrscheinlich noch besser und noch schneller. Schöne Sache, schöne Sache. Ihr müsst natürlich aufpassen hier jetzt. Ne? Heiß. Nur noch mal zur Erinnerung. Nicht, dass ihr da jetzt gleich sagt, hier, oh, pack das jetzt an hier. Stimme muss halt sauber machen. Oh, guckt schon, dass ich die Krümel vom
Was macht man das auf die Erde? Keine Ahnung. Aber, wo wir gerade hier so gemütlich beieinander sitzen, wir haben mal noch was Schönes gekriegt. Und zwar hier, da freuen wir uns am meisten drauf, Sandwich Maker. Das ist irgend so ein Gusseisen. Ich glaube auch so 20, mal uns gucken hier. Toastscheibengröße. Gewicht würde ich sagen, wiegt ein Kilo, tippe ich mal. Man kann es hier so festmachen. Nee, kann man gar nicht. Ich weiß gar nicht, wofür das sein soll hier. Guck mal, wahrscheinlich doch. Doch, doch zusammen. Ja, dann ist das Ganze natürlich aufklappbar und ihr könnt das auseinander machen, damit ihr das besser zum Beispiel, wenn ihr wieder zu Hause seid oder ihr habt einen richtig fetten Camper mit Geschirrspülmaschine, könnt ihr das natürlich so in die Geschirrspülmaschine stellen. Ansonsten einfach wieder zusammen. Besser, wenn man das so anfasst hier. Da bin ich jetzt zu doof, oder was? Na gut, wir sind dann dabei. Also, das ist ganz einfach. Einfach wieder zusammen. So, und dann könnt ihr das nach Herzenlaune belegen. Herzenlaune? Nach Herzenslaune. Nach Herzenslust? Und nee, wie ist das? Dabei war hier auch noch ein Pinsel und... Das ist jetzt nicht hier zum in die Nase kneifen hier, ne? Mhm, sondern zum Wenden eventuell, wenn man das wenden möchte. Das Gute ist natürlich bei den Sandwich Maker, wenn ihr das auf dem Brenner habt, könnt ihr das natürlich einfach umdrehen und dann die andere Seite auch nochmal toasten, backen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. So, ist der jetzt erstmal hier kalt? Jo. Oh. Sag mal. Nein, ihr müsst ein bisschen warten. Lieber ein bisschen länger warten, ist doch noch ein bisschen warm. So, dann fangen wir an, ne? So, ich fange mal an. Jetzt sind wir hier nochmal so einen kleinen Schuss Olivenöl. Und dann wird das Ganze ein bisschen eingepinselt, beide Seiten. Da kann man wahrscheinlich ein anderes Öl nehmen oder Fett nehmen. Oder vielleicht brauchen wir noch gar nichts nehmen, wird sich ja zeigen. Scheibe Toastbrot. So, ich schmier den hier erstmal noch mal ein bisschen Fett drauf. Auf die eine Hälfte. Und natürlich auch ein bisschen Fett auf die andere Hälfte. Denn wie sagt man immer, mit Fett bekommt man auch sein Fett weg. Eine liebevolle Scheibe Wurst. Gehen natürlich auch vegane Sachen oder vegetarische Sachen. Aber wie gesagt, wir wollen es ja nur mal ausprobieren. Eine leckere Scheibe Käse. Kommt die Tomate nicht unter den Käse? Die Tomate kommt unter den Käse? Okay. Tomate unter den Käse. Liebevoll. Scheibe drauf, Deckel runter und dann kann man hier den Griff einhaken. So, und dann Feuer frei. Wichtig ist es hier nur, dass man den Propanbrenner nicht ganz hoch powert, weil ich glaube, dann wird das zu heiß. Die sagen, man soll erstmal so bis untere, mittlere Stufe anfangen und dann mal gucken, was passiert. In der Zeit kann man hier schon mal so ein bisschen aufräumen wieder. So, wir gucken jetzt mal rein. Ich habe das nochmal umgedreht, ein, zwei Mal. Wow! Oh. Das geht schnell. Ja, ich habe das zwischenzeitlich dann doch ein bisschen höher gedreht. Muss man mal gucken, was man jetzt wirklich als Füllstoff hat. Ob das jetzt halt ein bisschen länger braucht von der Hitze oder halt nicht so lange. Das muss man dann natürlich variieren.
Aber ich bin ja von dem Ergebnis, erstmal von diesem Klapp, dass man das so klappen kann, das ist schon genial. Auch diese Zange hier übrigens, die kann man so mit einem so einem, das ist so ein Mechanismus, der die dann so geschlossen hält, finde ich auch nicht schlecht. Oh, es qualmt. Stimme, es qualmt. Und es ist extremst knusprig. Da würde ich jetzt nicht reinbeißen. Nee, aber guckt euch das doch mal an hier. Ey, super lecker. Ja, Käse ist zerlaufen. Richtig knusprig, knusprige Oberfläche, das ganze Ding ist knusprig. Pass auf mit den Tomaten. Ich teste das jetzt mal an hier. Wirklich lecker. Ja. Ja, also ich muss sagen, das Ding überzeugt nun wirklich total. Das ist super genial. Stimme hat gerade gesagt, ob man sich noch einen zweiten holt, aber man ist im Urlaub. Ey, das geht so schnell. Man kann das dann durchschneiden, dann teilt man sich das immer irgendwie. Also zwei würde ich mir jetzt nicht kaufen wollen. Ich würde sagen, einer ist top. Die Reinigung von diesem Ding, das ist ja auch super einfach. Das kann man sonst einfach nur mit so einem Tuch auswischen. Ne? Ne, man baut das auseinander und dann immer einfach nur, da ist ja nichts dran, ein bisschen Öl. Wenn jetzt nicht großartig was drüber kleckert. Und dann ist das Ding echt wieder sauber und kann weg. Ja. Fazit? Fazit, super, Sandwich-Maker, absolut top. Wirklich, dieses Toast-Ding ist auch nicht schlecht. Wenn man toastet, wie gesagt, man hat Zeit, auch nicht so übel. Das Einzige ist so dieses Zusammenbauen und so, das ist ein bisschen, ja, das hätte man vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Aber wenn man das zweimal gemacht hat, dann kriegt man das auch ganz schnell hin. Und zum Schluss geht man einfach hier oben rein, holt dir seine Stange raus, ne? Holt dir seine Stange raus, schraubt das hier kurz fest, das auch hier, Leute. Und dann guckt euch diesen Boden an hier. Und dann wird es mal hier aufgeräumt, aufgeräumt. Muss man natürlich nicht immer machen. Ja, und in dem Sinne sagen wir erstmal tschüss, bis bald und haut rein. Mensch, seid ihr immer noch da? Der letzte bisschen noch mal so. Der aber wirklich jetzt. Tschüss.